So, wir haben hier zwei Warmeinbettpressen bei uns aus dem Hauptlager Frankreich bekommen und da haben wir jetzt eine ausgepackt und da nutzen wir einfach mal die Gelegenheit zu zeigen, was denn bei uns in der Verpackung überhaupt drin ist, wenn man so eine Warmeinbettpresse bestellt. Ja, Jasko, mach mal auf. Das ist jetzt die Originalverpackung. Und ja, da sehen wir, machen wir es mal hier, da sehen wir einmal, das ist die Dokumentation mit unterschriebenem CE-Zertifikat. Dann haben wir da ja, 200 Kilo Phenol als Bakelit Grün, das ist auch immer dabei. Stromkabel brauchen wir. Dann haben wir da so einen Satz mit ein bisschen Werkzeug. Und da ist auch so ein Wasserfilter drin, der ist für. Warte mal eben, Jasko, der Wasserfilter, der ist halt für so grobe Späne, wenn in den Rohrleitungen grobe Späne oder Verunreinigungen drin sind, dann filtert das dann auch raus. Dann sehen wir da auch noch hier so einen kleinen Trichter, um da das Einwegmittel nachher in die Presse zu kippen. Und dann haben wir da noch eine Probe, die als Beweis dient, dass unsere Warmeinbettpresse auch abgedrückt wurde und auf Dichtigkeit überprüft wurde. Dann haben wir da noch einen Entkalker. Da sind um Kalk aus den Rohrleitungen bzw. aus dem Wasser zu entfernen, kann man diesen Entkalker vor die Presse noch schalten, also in die Wasserzuleitung. Dann ist das Ganze noch ordentlich im Karton stabilisiert durch so einen Styropor-Einsatz. Ja, und dann nehmen wir eben den Karton da weg. Ja, so bekommt man eine Presse angeliefert.